Hallo Römerlieben-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Harvest Neue Augen. Bewertet den Part und viel Spaß. Aber was mache ich jetzt? Neon Drink, damit die Leber im Dunkeln leuchtet. Yeah. Sammeldose Valium. Valo sagt direkt, dieselben Valium-Tabletten hatte die Oberin vergangenes Jahr benutzt. Die besseren Ergebnisse erzielte man aber mit Morphotinol akut. Die Weingummis sahen lecker aus. Lilly nahm das als Indiz dafür, dass sie nicht essen durfte. Oh. Moment, was brauchen wir denn noch so? Für die anderen Drinks alles? Brauchen wir die Weingummis? Ne, das Valium brauchen wir, okay. Und den Fisch. Wie kriege ich das hier dann kaputt? Lilly konnte die Lösung für ihre Probleme nicht einfach aus der Luft zaubern. Um den Automaten zu benutzen, brauchte man Kleingeld. Und eine niedrige... Ja, gut. Okay. Ich kann nichts trinken. Ich bin im Dienst. Und du solltest auch nichts trinken. Erstens bist du viel zu jung. Zweitens würde ich dich nur ungern in die Ausnüchterungszelle sperren müssen. Ich habe auch so schon viel zu viel Papierkram. Okay. Was? Ich muss noch meine Steuer machen? Kugelfisch. So, habe ich was anderes gesagt? Oder warum schreibst du was? Hä? Ich habe gerade eine Idee. Können wir die Weingummis... als Ohrenstöpsel benutzen. Hm? Was? Oh. Hallo, Kleine. Was hast du denn da? Sind das etwa Ohrenstöpsel? Großartig. Danke. Das ist ja genau das, was ich jetzt brauche. Nein. Die sind zu groß. So. Hallo? Hört mich jemand? Ah. Viel besser. Ja. Laut und deutlich. Wer will denn als erstes an die Reihe? Max Mixo? Oh, na, das hätte ich mir denken können. Du kannst mir nicht zufällig noch einen Gefallen tun, oder? Aha. Es geht um Max Mixo, den ehemaligen Barkeeper der Dorfkneipe. Er macht sich Sorgen um sein Vermächtnis. Das Geheimnis seines ultimativen Drinks. Der Volcano Berserker. Er hatte immer gehofft, dass ihn dieser Drink eines Tages unsterblich macht. Wir wissen beide, dass dieser Plan nicht aufgegangen ist. Aber nun hat er das Rezept buchstäblich mit ins Grab genommen. Und er wollte es doch so gern der Nachwelt hinterlassen. Es ist ganz einfach. Der Drink besteht nur aus drei Zutaten. Weingummi, Revierkraut und einer Chilischote. Hast du das? Aha. Danke. Vielleicht wird der große Max Mix jetzt endlich seine Ruhe finden. Und ich erstmal. Ah, Revierkraut. Hätte ich mir denken können, ne? Wir haben ja nichts zu essen, ne? An der Futterkrippe hing ein Schild. Ja, egal. Sie sind also mehr Lilly, aber sie hat... Moment, können wir zum Barkeeper gehen? Und ihn fragen? Ein Volcano Berserker? Hast du denn auch alle Zutaten beisammen? Nein? Dann kann ich dir leider auch nicht helfen, Püppchen. Ja. Wenn du etwas bestellen... Okay, Moment. Können wir den Neon Drink? Aber Lilly, hast du das Schild etwa nicht gelesen? Nee. Du darfst die Wildschweine nicht füttern. Das hat der Förster so angeordnet. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Aber das weißt du ja zum Glück selber. Wir haben das Verbot ja, ne? Können wir mal eben aufheben. Wenn die Säbelzahnwildschweine schon ihr Revier markieren mussten, dann auch richtig. Hui.
Sehr gut, Revierkraut. Die Säbelzahnwildschweine hatten den Neondrink getrunken und ihr Revier markiert. Das hier war demnach Revierkraut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Alles klar. Auf zur Bar. Alles klar, auf zur Bar. Mhm, oh yeah. Ein Bitte Volcano den Alkohol. Berserker kommt sofort. Aber Vorsicht, da ist ganz schön viel Wumms in dem Drink. Und das ist nicht der Name des Wurms, wenn du weißt, was ich meine. Das dachte ich mir auch so. Lecker, angepinkelte Blätter. Yay! Einfach mitnehmen. Aber Lilly, was willst du denn damit? Das ist doch nun wirklich nichts für brave Kinder. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Und Milch ist sowieso viel besser für die Zähne. Guck mal, meine lustigen Beißerchen. Die sind doch niedlich, oder nicht? Aha. Total. Hey, Harvey! Oh, das Wollknäuel. Darf ich das nochmal sehen? Aha. Boogie. 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 Als ob. Als ob. Ah, come on. Haben wir eigentlich... Nein, unsere Items haben wir auch nicht mehr. Okay, wir nehmen Mayo-Glas mit, wir nehmen den Kaffee mit. Lilly war sich zwar nicht ganz sicher, ob man als Kind Kaffee trinken sollte, aber es gab keinen Blocker, also war das wohl okay. Ich dachte schon. Ach, dadurch vielleicht... Ach ja, stimmt. So, da war ja was. Stimmt. Erstaunlich, der Kaffee... Ja, da war was. Ja, ist okay. Ist okay. Ja. Alles klar. Ja. Woogie. Lilly mochte die Kälte. Sie erinnerte sie an ihr Bett. Okay. Da würde sie sich länger halten als in der Sonne. Aber Lilly wusste auch, dass nichts ewig hielt. Wozu also die Mühe? Ja gut, stimmt schon, ne? Das waren kubanische Zigarren. Diese Hunde pokerten mit Stil. Oh yeah. Hey, die sind nur für Mitspieler. Ich bin ein Hund. Hey, guck mal, das hässliche Mädchen will mitspielen. Dann soll sie ihren Einsatz machen. Hat uns Ohne Einsatz genannt? Kann sie nicht mitspielen. Miau. Ich bin ein Hund. Ohne Einsatz kann sie nicht mitspielen. Miau. Was soll das sein? Doch nicht etwa dein What? Einsatz, oder? Wir spielen hier um richtige Geldbeträge. Also leg etwas Geld auf den Tisch. Oder zieh Leine. Ich ziehe gerne an der Leine. Ja, das glaube ich dir. Wer bist du denn? Satteltasche? Lilly war sich sicher, dass das keinen guten Proviant abgeben würde. Schade. Die Cashcow wollte Lilly weder zertrampeln noch auffressen. Sie schenkte ihr einfach nur keine Beachtung. Oh. Wenn Lilly groß war, würde sie auch Goldgräber werden. Dann hätte sie endlich ihre eigene Spitzhacke. Yay. Howdy, Fremde. Was treibt ein braves Mädchen in so einer rauen Umgebung? Warte mal. Doch nicht etwa auch der Goldrausch, oder? Da kannst du gleich wieder deine Sachen packen. Das einzige Gold in dieser Gegend ist das in meiner Mine. Und den Weg dahin kenne nur ich. Außerdem kämst du gerade ohnehin nicht hinein. Ich wusste es. Du bist hinter meinem Gold her. Aber das kannst du getrost vergessen. Meine Mine ist gut versteckt. Und selbst wenn du den Weg finden würdest, du kämst nicht rein. Der Eingang
wird von einem Wendigo bewacht. Lilly hatte kein Interesse an der Mine, aber dieser Wendigo machte sie neugierig. Konnte es sich bei ihm um eine weitere Manifestation ihrer Blockaden handeln? Vielleicht lohnte es sich ja doch, nach der Mine zu suchen. Er sieht aus wie dieses Kartoffeltierchen, ne? Die pinke Farbe die ganze Zeit haben. Vergiss es. Der Weg zu meiner Mine ist streng geheim. Selbst ich habe Schwierigkeiten, ihn mir zu merken. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. Du weißt nicht, was ein Wendigo ist, oder? Tja, viel weiß ich auch nicht. Es ist irgend so ein indianischer Dämon, der mich am Betreten meiner Mine hindert. Wenn du mehr Infos brauchst, frag den Schamanen. Er treibt sich hier irgendwo rum. Der Schamane? Keinen Schimmer. Ich habe ihn nie persönlich getroffen. Manchmal sehe ich seine Rauchzeichen am Horizont. Das war's. Aber wenn dir hier jemand was über Wendigos erzählen kann, dann er. Okay. Gut. Alles klar. So, wo waren wir? Wir hatten mit dem schon geredet, mit dem Goldgräber. Na genau. Alles klar, dann gehen wir mal in den Hinterhof. Was bist du? Sonst können wir hier nichts machen. Quacksalber. Der Gnom machte einen vertrauenserweckenden Eindruck. Ja, auf jeden Fall. Kommen Sie näher und bestaunen Sie die neuesten Errungenschaften der modernen Medizin. Antifaltencreme mit hautstraffenden Materialien aus der Raumfahrt. Naturechte Nahrungsmittelergänzungen mit lustigen Motiven aus der Tierwelt. Und jetzt neu, die Pille für zwischendurch. Für alle, die vorher keine Zeit hatten und nicht auf das danach warten wollen. Kommen Sie, staunen Sie und nehmen Sie eine Kostprobe von Alkofix, dem explosiven Wunder-Allheilmittel auf Alkoholbasis. Schmeckt hochprozentig. Wirkt hundertprozentig. Na, kleine Lady, hast du Interesse an einer Probeflasche Alkofix, dem Wunderschnaps? Jo. Du siehst mir aber eigentlich noch ganz gesund aus. Und nee. Ich fürchte, gegen diese Sache mit den Ohren wird dir auch Alkofix nicht helfen. Hast du irgendwelche starken Schmerzen? Welche Sache mit den Ohren? Unheilbare Erbkrankheiten? Einen Tinnitus? Hepatitis, Gebärmutterkrebs. Ja, nicht? Kein Tinnitus? Das tut mir ja aufrichtig leid für dich. Aber so kann ich dir leider auch keine Alkofix-Probe aushändigen. Was? Wieder, wenn du krank bist. Alles klar, wie machen wir uns krank? Mit der Mayonnaise. Lilly hatte gehört, dass Mayonnaise in der Sonne schnell verdarb. Sie würde sie wohl schnell aufbrauchen müssen. Lilly wurde ein wenig schlecht bei dem Gedanken. Gut, wir müssen die Mayonnaise, denke ich mal, irgendwie dazu bringen, zu schimmeln, zu faulen. Die Tür war fest verschlossen. Schade. Die Tür war fest verschlossen. Alles klar. Gehen wir mal zur Prärie und gucken mal, was da so abgeht. Rauchzeichen. Irgendwo am Horizont schien eine Donutfabrik Probleme mit ihrem Schornstein zu haben. Ja. Eine Plakette wies darauf hin, dass diese Rekonstruktion einer original-indianischen Sonnenuhr vom Verband experimenteller Kunsthistoriker gestiftet wurde. Der Sockel ließ sich scheinbar drehen. Moment. Weil wir drehen die Sonne dann mit? Ready? Lilly schaute sich um. Warum war nie jemand da, der einem etwas verbot, wenn man es am dringendsten brauchte? Ja gut, ja, wir haben ja die Zeit vorgespult, so gesehen. Dadurch lag die Dings schnell in der Sonne, oder lange in der Sonne, die Mayonnaise. Alles klar. Lilly hatte es heute offenbar nur mit schrägen Vögeln zu tun. Wie nett. Hallo, Geier. Ja, du mich auch. Sag mal, du hast nicht zufällig vor, in nächster Zeit zu verwesen, oder? Naja, kein Problem.
Ich sollte sowieso weniger Aas essen. Mein Ernährungsberater ist schon ganz verzweifelt. Mehr frisches Obst, sagt er. Mal einen Salat, weiß ich ja alles. Aber was soll man machen? Ich stehe halt auf das gammelige Zeug. Sobald ich verderbendes Fleisch rieche, fange ich an zu kreisen. Und mal ehrlich, hier in der Wüste kriegst du ja eh kaum was Gesundes. Kaum lässt man sein Essen eine Weile stehen, schon sprießen die Bakterien. Da kann man sich die übelsten Krankheiten zuziehen. Eiternde Furunkel und nässende Ekzeme. Oh Mann, das ganze Gerede übers Essen hat mich hungrig gemacht. Lass mich bitte allein mit meinem knurrenden Magen. Alles klar. Ja gut. Habt ihr gemerkt, wer den Geier gerade gesprochen hat? Das war Poki. Poki. Gut. Sind wir jetzt krank genug? Auch zu wackeln, Mikrofon. Das macht mich ganz kirre. Kommen Sie näher und bestaunen an Natur. Und jetzt und näher schmeckt. Ach du, nein. Du brauchst nicht unbedingt näher kommen. Es sei denn, du hast inzwischen eine ansteckende Krankheit bekommen. Ja. Hast du irgendwelche starken Schmerzen? Unheilbare Erbkrankheiten? Einen Tinnitus? Ja, aber hallo! Was haben wir denn da? Da hast du dir aber ganz was Besonderes eingefangen. Meinen Glückwunsch! Danke! Damit bist du auf jeden Fall qualifiziert, um eine Probe von Alkofix, dem Wunderschnaps, auszutesten. Yes. Um ehrlich zu sein, siehst du mir schon fast überqualifiziert aus. Dein Ausschlag ist so akut, dass ich mir nicht einmal sicher bin, ob er selbst mit Alkofix überhaupt noch heilbar ist. Bravo. Am besten nimmst du gleich die ganze Flasche mit. Achso, nice. Das ist eine große Flasche. Danke. Sehr nett von dir. Und wir haben auch noch ein Taschentuch. Ah, okay. Das Taschentuch wird bestimmt auch noch nützlich sein. Als Lilly in die Flammen starrte, wurde ihr plötzlich ganz duselig. Ah. Na, Lilly, hat dir der kleine Ausflug Spaß gemacht? Aha. Huch, bist du das Kleine? Sag mal, was hast du denn im Limbus verloren? Du bist doch nicht etwa... Hey! Mann! Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht lügen. Nee, 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 nee. Okay, Moment. Kann ich nein? Was, wenn ich nein sage? Nein. In dem Fall muss ich dich leider bitten, aus der Leitung zu gehen. Ich habe hier noch einige Seancen abzuwickeln. Okay, wir müssen irgendwie schaffen, dass wir lügen dürfen. Alles klar, gehen wir erstmal weg hier. Die können wir die in den Sack kippen? What? Sag mal, spinnst du denn? Bei dieser Kälte kann man sich schneller ja Kältung einhandeln. Was die... Hallo Flo. Was nicht heißt, dass ich krank wäre. Und dieses alkoholische Teufelszeug brauche ich erst recht nicht. Alles klar. Jetzt ein Taschentuch. Oh, danke. Ah, was ist das? Schnell, die Medizin. So. Endlich. Lecker. Lecker. So schön. Geil. Der Flaschengeist hatte seine eigene Regel gebrochen. Offenbar war es in gewissen Situationen durchaus mal erlaubt, sich einen Schluck zu genehmigen.
Was tust du denn da? Och nö! Haben wir ihn gerade getrunken? Und alles gut bei dir? Ja, kann mich nicht beschweren soweit. Und bei dir so? Nice. Die Regel Nummer 3 ist gebrochen. Geil. Kein Alkohol trinken dürfen wir jetzt also doch. Wir dürfen jetzt Alkohol trinken. Nice. Sehr gut. Auch wenn das in Lillys Alter vielleicht eher nicht so nice ist, aber egal. So Leute, das war's erstmal mit dieser Folge von Harveys neue Augen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Out da rein.